Hallo meine lieben Leute! Hier ist mal wieder Ruffy mit einem kleinen Let's Test von Not Tetris. Ich bin ja so ein kleiner Tetris-Fanatiker und deswegen dachte ich mir, hey, ich zeige euch heute mal Not Tetris. Wir fangen einfach mal an. Natürlich spielen wir normal. Erstmal mit Thema A. Und die Besonderheit bei diesem Tetris ist, ich habe keine Ahnung, wie man... Ah, hier so dreht man. Bam! Man dreht hier nicht normal. Wow, wow. No, fuck. Meine Güte. Mit W kann ich so rumdrehen und wie kann ich anders rumdrehen? Ja, super. Also die Besonderheit an diesem Spiel ist, man dreht diese Balken, sag ich mal, also diese Tetris-Steine nicht normal, sondern man dreht sie einfach nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten und sie bewegen sich weiter. Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie drehe ich diesen blöden A. Nein, das ist immer noch die gleiche Richtung. Bam. Jetzt habe ich zwei Tasten für ein und dieselbe Richtung gefunden? Das ist ja unlogisch. So, jetzt hauen wir den mal hier rein. Im Prinzip funktioniert dieses Tetris genauso wie alles andere auch. Ah, hier, hier, hier. Hier, das ist die andere Richtung, glaube ich. Nein, auch nicht. Das, was? Was? Jetzt habe ich schon drei Tasten gefunden für die gleiche Richtung. Was zum Geier? The fuck? Hier muss doch irgendwo auch eine andere Richtung geben. Ah, nein, das war ein Mist. Also ich baue hier gerade richtig einen Scheiß zusammen. Toll, oder? Oh yeah, jetzt fällt auch noch alles zusammen. Oh Gott. Hauen wir den jetzt einfach mal rein. Ich will jetzt immer noch rausfinden, wie die andere Richtung funktioniert. Komm schon, wenigstens das will ich noch rausfinden, bevor ich hier verrecke. Ich hätte mir die Tastenbelegung vorher angucken sollen, aber... Pff, Handbücher, wer liest sowas schon? Gebrauchsanweisung, wer liest sowas schon? Tastenbelegung, ach, wen interessiert's? Wir spielen einfach ein Spiel. Hauptsache es stimmt, oh Gott. Ich will die andere Tastenbelegung wissen. Ah. Okay. Yay! Tatsächlich, wir haben eine Reihe aufgelöst, wie auch immer das funktioniert hat. Oh, ich bin so cool. Ich drehe den viereckigen Block. Oh Mann, ich bin gerade voll schlecht. Also in diesem Tetris bin ich durchaus am Verkacken. Wie man sieht. Wow. Das war jetzt blöd. Mist. Komm, alles nochmal nach unten so drücken, so ein bisschen nach unten drücken. Ja, jawohl. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Aber wenn man mal irgendwie was Spaßiges sucht, kann man sich dieses Spiel auf jeden Fall einfach mal nehmen. Und man spielt es einfach. Es gibt nicht wirklich viel Sinn bei diesem Spiel. Man hat nicht wirklich ein Ziel, was man erreichen will. Außer man will natürlich levelmäßig vorankommen. Oder man will... So wie ich... Ah, jawohl. Komm schon, ja, nein! Das hätte so schön gepasst. Drehen. Wow. Also, wie gesagt, ich kann Tetris. Und ich finde das jetzt extrem witzig, wenn man sich das mal unten weiter anguckt, wie auf einmal zerschnitten die ganzen Teile sind. Die sind ja da unten einfach so plopp auseinandergeschnitten. Tja, passt. Oh nein, der war mies. So sollte das aber nicht sein. Ah. Nein. Ah. Ich glaube, jetzt geht's zu Ende. Oh yeah, eine Reihe. Also wie gesagt, das mit den Reihen erkennen, das ist vielleicht hier nicht so perfektioniert, aber muss auch gar nicht. Der Spielspaß ist trotzdem gegeben. Mal gucken, ich krieg hier noch eine Reihe hin. Ich krieg hier noch eine Reihe. Das war blöd. Und sobald man halt irgendwo antockt, wird dein Gegenstand oder dein Block einfach weiter runtergeworfen. Und der entspricht dann der Physik dieses Spieles. Wobei man ja Tetris immer nachsagt, es hat keine Physik. Aber dieses Tetris hat Physik. Durchaus eine Menge Physik. Uiuiui.
Jawohl, komm, Level 1 habe ich schon. Yay! Oh, gut, noch mal ein paar Reihen. Ja, wow, wow, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch so... Oh, noch mal ein paar Reihen. Boah, bin ich nicht. Ich bin ein Held, oder? Ja, und hier rein. Oh, yeah. Das läuft doch gerade noch gut. Wow. Oh, noch eine Reihe. Ja, durch diesen ganzen Kleinkram, der sich da jetzt angesammelt hat, weil ja Reihen immer mal aufgelöst werden, lässt sich das Spielen sozusagen ein bisschen bescheißen. Oh Gott, das war blöd. Den hau ich jetzt hier rein. Ah, nein, der soll da hinten an die... Ja, genau so rein. Ja. Ah, komm, noch eine Reihe. Dann habe ich Level 2 auch geschafft. Ich glaube, es war bei Level... Bei 20... Der war blöd. Bei 20 Linien war, glaube ich, das nächste Level... Vielleicht ist es hier auch nur anders gewesen. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe so lange... Wow! Kein Tetris mehr gespielt. Der war blöd. Aber das kriegen wir... Nein, das kriegen wir doch nicht mehr hin. Oh yeah! Level 2! Oh Gott, dieses Spiel macht Fun. Ich meine, wer Tetris schon mag und das nicht so eng sieht, der wird dieses Spiel lieben. Und ich liebe es schon. Oh nein, 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 nein. Da bin ich zu doll an die Wand gegangen. Ja, genau. Immer schön an die Wand ran. Oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Der war mies. Mal gucken. Aber ich mag das Tetris-Theme. Oh, Game Over. Und ja, das finde ich auch noch cool. Es fällt alles einfach zusammen und es kommt so ein... Ton. Also einmal probieren wir das noch. Ich setze mich mal kurz mit der Steuerung nochmal auseinander. Bis gleich. Hier, einmal mein Score 1727. Und jetzt geht's auch gleich weiter. Wollen wir Musiktyp noch ändern? Nee, ich mag dieses B-Thema ja nicht. Und das C-Thema, das ist glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob es das im Original gibt, das nicht. Wir nehmen aber A an sich, weil... So, und ich kann jetzt auch in die andere Richtung schwenken. Juhu! Wuhu! Oh, ich bin ein Held. Ich drehe den Vierkantwürfel. Würfel? Vierkantwürfel? Was zum Geier laber ich für'n Scheiß? So, mal gucken, ob ich jetzt hier richtig Tetris... Oh, andocken! Perfekt! Ja, wär's gewesen. Okay. Na gut. War halt nicht perfekt. Ey, bleibst du jetzt? Bleibst du an der Wand? An die Wand, Beine breit! Das habt ihr jetzt nicht gehört. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, fuck, fuck, fuck! Nein, ich rette dich! Okay. Oh, doch. Oh, ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Das ist gut, das ist eine gute Vorlage, das ist eine gute Vorlage. Und. Passgen. Naja, sagen wir doch, es zählt als Pass, genau. Du gehst jetzt mal an die Wand. Hopp. Ja, genau, so ungefähr. Ich versuche das jetzt gerade richtig Tetris-Manage zu machen, wie ihr seht. Und klack. Und der fällt natürlich runter. Natürlich. Natürlich. Nein, 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 nein. Zurück drin. Zurück, zurück. Ja, 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 ja. Yeah. Eine Reihe hätten wir schon mal. Allerdings sieht das jetzt die Vorlage dafür jetzt total doof aus. Aber egal. Ja, und runter. Sehr schön. Den, ja genau, den will ich da in die Lücke. Ja, 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 so, so. Nein, 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 zu weit. Oh, nein. Oh Gott, wo will ich den denn jetzt hin haben? Oh, drehen, 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 drehen. Ja, ja, ja. Nein. Nein, so war das doch gar nicht gewollt. Nochmal ein Versuch. Nein, nein, shit. Jetzt verbaut ihr mir hier alles. Okay, 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 zurück, zurück. Oh. Na gut, das läuft nicht ganz so, wie ich es mir gedacht hatte, aber naja, ist halt Not Tetris. Und wir spielen im Not Tetris-Style. Wie auch sonst. Nein, nicht im Hopaganda-Style. Ernsthaft, was guckt ihr denn für Videos? Stumpfsinnig hoch 10. Nein, wenn ihr meine Videos guckt, dann seid ihr vielleicht stumpf, aber ich bin's auch, also seid stolz darauf, genauso wie ich. So, und den haben wir jetzt... Manno. Manchmal würde ich mir wünschen, dass diese Steine sich doch verschieben lassen. Ja, das war schon mal... Das war jetzt so geplant, aber ich weiß nicht, wieso... Aber das war so geplant.
Wehe dem, der fällt da jetzt runter, denn der hier soll jetzt da genau, passt genau rein. Komm schon, komm schon. Ja, nein, nein, nein. Oh, geh da runter. Den schubsen wir jetzt da runter. Den, nein, 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 nicht so. Anders. Ach toll, ey. So, dann müssen wir jetzt mal ein paar Reihen hier auflösen. Bam. Dadurch fällt er immer noch nicht runter, aber das macht nichts. Dreh ein bisschen schneller. Nein, nein, zu schnell, schnell. Naja, okay. Okay, das ist halt alles so gewollt. Ja, ja, das ist ja alles Absicht. Ich bin voll der Pro. Vielleicht auch nicht, aber das muss ja keiner wissen. Ruhe. So, das kommt jetzt dahin. Ja, genau. Immer mal schön ein bisschen runterdrücken, das hilft meistens immer. Dadurch bringt das ganze Spielfeld sich doch etwas besser in Schwung. Nein, das war jetzt irgendwie nicht so gewollt. Wo will ich mit dem hin? Ja, so ungefähr war das geplant. Aber nicht so ganz, nur so ungefähr. Wow, das war zu schnell. Mit zu viel Eifer gelingt mir das meistens nicht. Oh, ich glaube, das wird ein schlechterer Run als eben gerade. Nein, aber Tetris ist schön. Ich mache mal ein bisschen Werbung für Tetris. Kostenlose Werbung für Tetris. Oh, komm, komm, komm. Nein. Der hätte doch so schön reingepasst in die Lücke. Komm, aber den. Zock. Das kriegen wir auch noch hin. Nein! Was macht der denn? Oh, bist du behindert oder was? Ey, deine Oma! Jawohl, so ist das. So war das gewollt. Genau so und nicht anders. Ja, genau. Immer schön draufhauen. Nein, 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 viel zu schnell. Ja, nein, vielleicht. Kommt drauf an, wie der... Ja, genau, so sollte der fallen. Und der kommt jetzt passgenau hier rein. Ja, wir sind also wieder im Rennen. Nein, doch, ja, nein, nein, ja, doch, nein, naja, sagen wir mal, zu doll gedreht. Zu doll angeschnitten. Nein, ja, perfekt. Ja, nicht zu doll. Yes. Und der kommt hier drauf. Pass. Ja, das... Nein! Was soll denn das? Ey, willst du mich verarschen? Nein, nein! Das war zu doll. Das war zu doll. Ja, komm, dreh dich wieder richtig. So, du kommst jetzt auf jeden Fall hier rein. Oh, das waren gleich mehrere rein auf einmal. Mein Rekord wird doch noch getoppt. Also bis jetzt sieht's gut aus, oder? Ich finde schon. So, der kommt jetzt mal dahin. Ach, die stapel ich auf jeden Fall immer. So, der nächste kommt daneben. Oh mein Gott, hoffentlich kriege ich das hin. Hoffentlich kriege ich das hin. Yes! Richtig cool da reingeparkt. Wie beim Autofahren, obwohl ich noch nicht mal einen Führerschein habe. Muss ja keiner wissen. Ah, nein! Oh oh. Aber Mut kommt selten gut. Oder so ähnlich. Hochmut kommt vor dem Fall. Sagte mein Opa schon damals. Und er hatte recht. Oh nein, nein. Was ist denn das auf einmal hier? Nein. Ah. Das ist nicht mehr Tetris. Das, ja, das ist not Tetris, ich weiß. Aber it's tea time jetzt hier. Also ehrlich, Leute, das geht so nicht. Jawohl. Level 2. Wird es jetzt eigentlich schneller? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so richtig schneller wird. Yeah! Ich jage den Highscore von mir selber. Aber egal. Gibt halt niemand anderen, der gerade da ist. Ihr dürft mir natürlich gerne eine Videoantwort hier auf das Video schicken und selber einen Highscore machen. Und wenn ihr natürlich besser seid, dann seid ihr besser, dann fordert mich das heraus und ich nehme das nochmal auf. Obwohl, ich weiß nicht, ob das was wird, aber egal, es geht ja nur um den Fun-Faktor und dieses Spiel macht extremst Fun. Das kann ich sagen. Also, ja, es macht einfach Fun. Mehr lasse ich dazu, alles andere lasse ich offen. So, ich glaube, den will ich da so reinhauen, ja, so war das ungefähr gedacht. Ja, so sollte der dahin. Das war ehrlich so geplant. Nein, nein, nein! Ah. Oh mein Gott. Oh, er gerät unter, außer Kontrolle. Oh mein Gott, Meteor. Ah, Absturz.
So, der passt auf jeden Fall darauf. Schön, jetzt mal Tetris-like gespielt. Und, naja, nicht so ganz. Nein, nein, nein. Oh, jetzt versperrt ihr mir den ganzen Weg. Oh Gott. Das, war jetzt nicht so gewollt. Nein, ein bisschen schnell. Ja. Bravastein. Na, das wäre schön gewesen, wenn der da reingepasst hätte. Oh, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Naja, ich hatte eigentlich vor, noch 2000 zu schaffen, aber... Gut, 25 Reihen, zweites Level. Für den Anfang finde ich es ganz gut. Also, ich schreibe auf jeden Fall den Link zu dem Spiel in die Beschreibung, falls ihr das auch mal spielen wollt und mir eine Videoantwort schicken wollt. Einfach den Link anklicken, Spiel runterladen und dann sehen wir mal, wie gut ihr seid. Also, bis dahin und viel Spaß mit dem Spiel und wir sind raus!